ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video, nämlich, ich habe es ja angekündigt, die Sims 4 sieht man links unten jetzt auch schon und jetzt endlich zweiter Versuch, das Ganze ordentlich hinzukriegen. Jetzt fangen wir gleich richtig an, neuen Haushalt erstellen. Es ist ja so ein kleines Angespielt-Video, das heißt, ich zeige euch ein bisschen die Charaktererstellung, die hat beim Testvideo ziemlich lang gedauert, aber, naja, ich zeig's euch jetzt einfach. Und mal gucken, was dabei rauskommt. So, ich wollte jetzt gar nicht ins Menü gehen. Ich wollte jetzt eigentlich, ich mache jetzt einfach mal eine zufällige Familie. Ich spiele ja privat ein kleines Spiel. Ich suche mir jetzt einfach ein paar, zwei zufällige aus, die ganz okay annehmbar aussehen. Leute. Ach, dann erstelle ich jetzt ganz kurz welche, so. So, warte. Nein, wir fangen jetzt erstmal hier oben an, nicht in die Datei. So, man kann erstmal natürlich selbstverständlich auswählen zwischen männlicher Sim und weiblicher Sim. Das sieht man ja schon, da kann man zusätzlich nur auswählen zwischen Kind, Teenager, junger Erwachsener, dann Erwachsener und Senior. Man sieht den Unterschied doch schon echt deutlich, finde ich nice gemacht. Dann zusätzlich gibt's noch, ich nehme jetzt mal den jungen Erwachsenen, an dem ist am besten zu zeigen, obwohl der hier gerade hässlich aussieht. Ist mir jetzt egal. Ich nehme jetzt einfach den nächsten, so. Ist mir jetzt egal. Dann gibt's hier noch verschiedene Gangarten, die Standardgangart, da geht man so. Dann den selbstbewussten Gang, den hochnässigen Gang, den stolzen Gang, den femininen Gang, den strammen Gang, den trotteligen Gang, den schleppenden Gang und den federnden Gang. Ich persönlich mag den ja sehr, den federnden Gang. So, jetzt muss ich mich gerade kratzen. Dann zusätzlich kann man nur noch die Stimme auswählen. Man kann auswählen zwischen einer klaren Stimme, einer warmen Stimme und einer brüchigen Stimme. Das Ganze kann man dann nochmal tiefer stellen oder höher. Dann kann man hier oben natürlich noch den Namen, das haben wir jetzt erstmal erledigt, kann man hier noch den Namen, nennen wir ihn jetzt mal. Kann man auch sehr schön zufällig generieren. Enrico ist doch ein schöner Name, den mag ich. Braun hatten wir vorhin schon. Paulus, Enrico Paulus, nee. Wagner, Niesen, Braun, Hilgers, Mertens, Steffens, Weishaupt, Niesen, ich will mal was Neues. Förster, Enrico Förster ist das jetzt mal. Ich kann mal auch noch ein Bestreben auswählen, finde ich sehr, sehr geil gemacht hier. Sif gibt halt verschiedene Bestreben, jedes Bestreben hat halt andere Vorteile, zum Beispiel Beliebtheit, dann hat man halt das Bonusmerkmal aufgeschlossen, aufgeschlossene Sims schließen schneller freundschaftliche Beziehungen, dann Devianz, Essen, Liebe, Kreativität, Familie, Natur, sportlich, Vermögen und Wissen sind die verschiedenen Bestreben. Ich nehme jetzt mal Wissen. Und dann gibt's hier halt dieses Bonusmerkmal, schneller lernen bei Wissen zum Beispiel. Schnelle Lerner erlangen alle Fähigkeiten ein wenig schneller. Finde ich doch nice. Und zusätzlich gibt's hier auch noch diese Unterkategorien, wie zum Beispiel Computerfreak. Dieser Sim möchte alles über Computer wissen, vom Spiele zocken bis hin zu Karrieren. Renaissance-Sim. Gibt's halt hier überall verschiedene Sachen. Bei Beliebtheit gibt's halt Witzbold, Partylöwe oder Freund der Welt. Haben halt alle verschiedene Vorteile. Bei Devianz, Staatsfeind oder Meister des Unfugs. Also man kann auch so Verbrecher erstellen. Dann bei Essen gibt's halt Meisterkoch und Meistermixer. Muss jetzt nicht alles vorlesen, aber gibt's halt überall hier verschiedene Sachen. Sportlich jetzt nur eins, aber sonst halt immer verschiedene Sachen. Ist halt echt nice gemacht. Ich nehme jetzt mal Wissen und Computerfreak. Einfach nur mal so zum Testen, zum Zeigen halt. Dann kann man noch drei verschiedene Merkmale wählen. Das kann ich jetzt auch mal kurz zeigen. Beim Kind und beim Teenager kann man jeweils nur zwei Merkmale wählen.
Beim jungen Erwachsenen, beim Erwachsenen und beim Senior kann man allerdings drei wählen. Ich zeige das Ganze mal an einem jungen Erwachsenen. Da gibt's unter der Kategorie emotional gibt's die Merkmale aktiv, düster, fröhlich, kreativ, Hitzkopf, Genie, romantisch, selbstsicher und Spinner. Die einzelnen haben natürlich auch wieder Vorteile gegenüber den anderen und so weiter und so fort. Hobby, Bücherwurm, Greek, Genießer, Perfektionist, Musikliebhaber und Kunstliebhaber. Unter der Kategorie Lifestyle gibt's noch Chaot, ehrgeizig, faul, kindisch, liebt die Natur, materialistisch, ordentlich, Snoop, tollpatschig, vielfraß und wahnsinnig. Unter Sozial gibt's noch Bro, böse, Einzelgänger, familienbewusst, gemein, gesellig, gut, das hier soll mag keine Kinder heißen, und sprunghaft. Es hat, wie gesagt, alles seine einzelnen Vorteile. Ich habe persönlich in meinem privaten Account, bei dem ich das Spiel zocke, habe ich materialistisch genommen. Finde ich recht nice. Was ich das Tolle an diesen Merkmalen finde, die beeinflussen die Stimmung. Ich weiß nicht, ihr habt sicherlich schon ein paar Trailer von The Sims 4 gesehen. Da werben sie ja in fast jedem Trailer mit diesen neuen tollen, supergeilen Emotionen, die sie jetzt untergebracht haben. Und diese Merkmale beeinflussen diese Emotionen richtig krass. Also zum Beispiel der Geek, nicht Greek, sondern Geek, ich glaube, den spricht man so aus, keine Ahnung. Die wollen halt, hier steht's ja, diese Sims sind zufrieden, wenn sie Science Fiction lesen oder Videospiele spielen. Sie wirken womöglich angespannt, wenn sie nicht viel gespielt haben. Sie sind besser im Aufspüren von Sammelobjekten und können mit anderen Geeks über Geek-Kram reden. Ist doch sehr nice, es beeinflusst die Stimmung doch extrem. Nee, düster will ich jetzt nicht. Lieber kreativ. Kreativ ist geil. Dann kann man natürlich noch einen zweiten Sim hinzufügen. Ich glaube, den kann man jetzt mal schön als schnell durch. Nee, ich wollte ja noch ein bisschen was zeigen, stimmt. Jetzt bin ich schon wieder so viel über die Zeit. Ich wollte ja hier noch hier den ganzen Aufbau zeigen. Hier gibt es diesen Detailbearbeitungsmodus. Das heißt, du kannst wirklich alles einzeln anpassen. Die Pupille hier, hier die Augen. Die Lider, keine Ahnung was, die Augenbrauen kannst du einzeln hoch, runter, breit, kannst alles damit machen, die Nase, Nasenspitze, hier Nasen, alles einfach, es ist schon krass, was du alles machen kannst, die Ohren kannst du komplett beeinflussen, abgesehen davon gibt's natürlich noch hier die ganzen Gesichter. Kannst du natürlich andere Hautfarbe, ist ja klar. Anderes Gesicht ein bisschen. Oh Gott, wie sieht der denn aus? Haare gibt's natürlich. Es gibt unterschiedliche Frisuren, unterschiedliche Gesichtsbehaarung. Kann man eben zum Beispiel so ein tolles Bärtchen hier machen oder sowas hier. Hüte, Accessoires und Make-up. Und ich muss jetzt, glaube ich, nicht alles durchzeigen. Ich kann hier mal ganz kurz, die Klamotten nochmal kurz zeigen. Hier gibt's halt so alles Mögliche. Es ist krass, was hier alles gibt. Hey, sieht nice aus. Und vor allem, das ist ja nicht nur so wenig, ne? Wenn ihr euch das jetzt mal anschaut. Es sieht jetzt recht wenig aus, ne? Also, finde ich jetzt. Aber es ist noch viel mehr, weil hier und in der Unterkategorie kann man noch mal so viele auswählen. Das ist ja auch so krass. Also da haben sie echt eine Auswahl reingebracht. Das ist echt der Wahnsinn. Das hätte ich echt nicht gedacht. Hier zum Beispiel kann man sich echt noch eine Menge aussuchen. Oder hier bei diesen anderen T-Shirts. Wo haben wir hier noch welche? Hier sowas hier. Kann man sich dann auch noch so Farben reinmachen oder sowas. Also kann man echt eine ganze Menge machen. Finde ich nice. Kann man natürlich auch die Stärke machen, dann die Dicke, also kann man echt eine ganze Menge machen. Oh, sieht doch fesch aus, unser Enrico Förster. Das Ganze geht natürlich auch mit den Mädels, hier bei den Hosen zeige ich auch nochmal ganz kurz, das sollte man für die nochmal kurz gezeigt haben. Hier die Hosen, gibt's hier zum Beispiel so eine Hose hier oder sowas hier, was haltet ihr davon? Gibt's echt eine ganze Menge. Ist echt eine Menge drin gewesen. Muss man ihn schon lassen. Ja, sowas ganz kurzes hier. Hä? Nee, irgendwie nicht. Sieht sowas doch schon nice aus. Accessoires gibt's auch. Uhren, Armbänder, Ringe, Socken. Oh Gott, wie sieht das denn aus?
Schuhe gibt es natürlich auch in allen Sachen und was weiß ich was. Und Ohrschuhe geht natürlich auch. So, was ich jetzt aber noch ganz kurz... Hier fährt die Feuerwehr draußen lang. Was ich noch ganz kurz hier zeigen möchte, ist, dass es aber nicht nur dieses eine Set hier gibt, sondern du kannst 5 Sets gleichzeitig quasi machen. Das ist jetzt gerade die Alltagskleidung, die wir gerade haben. Dann gibt es dazu noch die Abendkleidung. Die sieht so aus, bei ihm jetzt gerade zufällig generiert. Die Sportkleidung, die Schlafanzüge und die Ausgekleidung. Man kann sie allerdings verschiedene Alltagskleider machen. Also man muss nicht immer das gleiche... Alter, das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Naja, also... Man kann sich hier auch verschiedene machen, zum Beispiel kann man sich hier jetzt eins machen, dann kann man hier noch eins hinzufügen und noch welche. Also da ist wirklich eine Menge drin, das ist echt Wahnsinn. Haben sie echt viel gemacht, muss ich echt mal sagen. Und ja, ich will euch jetzt auch gar nicht weiter nerven, ich starte jetzt einfach mal ganz kurz hier ins Spiel, damit wir ein bisschen was sehen, spielen. Ja, spielen und speichern, nein, speichern und spielen. Genetik der Generation wird generiert. Ach, wie nice ist das denn? Hoch. Echt? Okay, hier sieht man vielleicht rechts unten. Hier habe ich gerade die Familie Rums, spiele ich privat. Rausgeworfene Haushalte findest du in der... Nein, du willst natürlich keinen rauswerfen. Jetzt können wir auch diese ganzen Häuser... Alter, wie vermisst ich das hab? Du konntest nur so wenige Häuser anfangs auswählen, wo du wohnen kannst. Jetzt kannst du hier schon alles auswählen. Hier wohnt die Familie Goth. Und hier die Familie Hilgers. Alter, wie nice ist das denn? Du kannst jetzt alles bewohnen. Ich bin gerade selber ein bisschen geflasht. Und hier gibt's natürlich das jetzt Willow Creek. Und hier gibt's auch noch Oasis Springs. Hier kannst du jetzt... Ist ja nice, dass du jetzt alles bewohnen kannst, Alter. Sehr nice. Kann man auch selber hier eine staubige Heimat quasi einfach den Platz kaufen. Ich kaufe jetzt mal hier so einen Sonnenstrand und Meer. Klingt doch gut. Könnte das... Ja, gut, wir machen es jetzt mal als möbilisiert. Das, damit wir gleich alles drin haben. Ein Bett und so. Und ich habe selber die Erfahrung schon gemacht. Ich habe anfangs habe ich mir gedacht, ich starte mal ein Spiel mit 4 Personen, aber das ist wirklich boah, also mit 4 Personen ist schon echt krass anstrengend. Mit 2 Personen finde ich bisher am besten. Einfach das Ganze kann man nochmal schön drehen. Zeigen wir unseren Enrico und sein Rico. Geht gerade sogar gleich essen. Kann man hier unten links, sieht man schön, Cerealien isst, will er jetzt essen. Hier unten sind alle Tätigkeiten, die er gerade macht. Er geht und isst Cerealien. Jetzt setzt er sich hin, jetzt steht hier sitzen. Steht hier alles, was er macht. Zoomen wir doch mal ein bisschen ran. Schon geht die Framerate in die Knie. Jetzt isst er gerade Cerealien hier außen rum, sehen wir auch den Fortschrittsbalken und hier der Status von unserem Sim ist gerade okay. Ein Sim, der okay ist, fühlt sich allgemein wohl in seiner Haut. Probiere ein paar Dinge aus und warte ab, was geschieht. Hier, jetzt ist er glücklich, weil er ein ziemlich leckeres Essen gegessen hat. Das Ganze dauert an 4 Stunden, das Gefühl. Ist doch geil, jetzt sage ich dir mal aufräumen, bitte. Jetzt räumst du das bitte... Das Haus ist ja auch nice. Jetzt räumst du das Ganze bitte mal auf. Und, warum ruckelt's? Keine Ahnung. Warte mal ganz kurz. Ich muss hier mal ganz kurz... Wo habe ich's jetzt? Spieloptionen, hier habe ich's. Ich mache mal ganz kurz... Anwendungen... Anwenden... Nein! Mist. Hier steht jetzt Lektion Geek. Enrico ist ein Geek. Diese Sims müssen Spiele spielen. Aha. Und sind wegen ihres angeborenen Wissens gut im Aufspüren seltener Sammelobjekte in der Spielwelt. Und er zockt gerade an seinem Handy, wie wir gerade sehen. Und noch ist er glücklich. Hier unten ist unsere Haushaltskasse. Jetzt halte ich das Ganze mal an, ne? Damit wir jetzt nicht so viel... Ich muss ja hier erstmal alles erklären, so.
Hier sind seine Wünsche, sieht man ja auch an den Gedankenblasen. Er möchte gern ein Instrument kaufen, weil er kreativ ist. Er möchte gerne Videospiele spielen, weil er ein Computerfreak ist. Und er möchte gern jemanden kennenlernen, wegen diesem Status glücklich. Das heißt, wegen diesem Status glücklich, ein glücklicher Sim, er freut sich am Leben. Wenn ein Sim glücklich ist, werden seine positiven Gefühle noch stärker. Ein glücklicher Sim, er freut sich richtig an diesen. Ein glücklicher Sim hat auch komplett andere Wünsche, wie zum Beispiel ein kreativer Sim oder ein koketter Sim oder ein angespannter Sim oder ein was weiß ich was Sim. Naja, hier unten habe ich jetzt schon die Bedürfnisse geöffnet. Hunger, also diese Dinger hier beeinflussen auch natürlich diesen Status hier quasi, der gerade glücklich ist wegen dem leckeren Essen. Und zum Beispiel hier sieht man jetzt gerade, umso weiter der Balken runtergeht, umso dringender wird dieses Bedürfnis. Und ja, auf die Toilette muss er jetzt zum Beispiel blase. Also auf die Toilette müsste er jetzt demnächst irgendwann mal und schlafen. Sollte er vielleicht auch mal hier unten sehen, weil es ist Sonntag 18:49 Uhr. Also er könnte demnächst dann auch mal schlafen gehen. Hygiene sieht ganz gut bei ihm aus. Sozial könnte er auch ein bisschen mehr vertragen. Spaß hat er gerade, weil er gerade zockt. Sieht man hier auch schön, diese zwei Pfeile hier zeigen an, dass es hoch geht quasi. Dann haben wir hier noch Simologie. Hier sind quasi alle Dinge, die wir vorhin ausgewählt haben, sind hier nochmal verzeichnet. Und bis er ein Erwachsener wird, dauert es noch 20 Tage. Haben wir hier noch ein Inventar, wenn wir zum Beispiel draußen jetzt hier zum Beispiel, ups, ich drücke gerade die falschen Tasten. Wenn wir jetzt zum Beispiel können wir hier kann man ab und zu so Steine abbauen. Ich weiß gerade nicht hier, ich bin sonst in der anderen Gegend. Kann man so Steine abbauen oder sowas. Und dann kriegt man hier so Sachen. Oder wenn zum Beispiel hier so ein Gegenstand kaputt geht, kann auch passieren, kriegt man auch Sachen. Und die kann man dann platzieren hier im Haus oder verkaufen oder sowas. Beziehungen gibt es hier noch, also zum Beispiel mit Sims, die wir auf der Straße treffen, stehen hier dann die ganzen Beziehungen drin. Dann haben wir hier noch die Fähigkeiten, Videospiele, Level 1, da gibt es natürlich alles Mögliche, von Kochen bis hin zu was weiß ich was. Das Ganze hier können wir auch so ein bisschen hochziehen. Also es ist echt ganz nice gemacht. Level 1 Computerspiele sind wir gerade. Karriere sollten wir natürlich auch einschlagen. Da lasse ich jetzt noch mal ganz kurz weiterlaufen, damit wir uns einen Job suchen können. Dann kann ich das auch noch mal zeigen. Und hier haben wir das Bestreben. Jetzt halte ich ganz kurz mal an. Ah, jetzt haben wir schon die Karriere. Okay. Karriere. Sorry. Karriere für Enrico wählen. Hier gibt es verschiedene Stellenangebote. Hier gibt es zum Beispiel Maler, Geheimagent, Technikguru, Schriftsteller, Entertainer, Astronaut, Leckermann, Verbrecher, gesucht harter Kerl, Schleckermaul, wie gesagt, Astronaut, Entertainer, Schriftsteller, Technikguru habe ich eingeschlagen, ist echt ein ganz netter Job und da kommen dann halt auch immer so Sachen halt vom Job, zum Beispiel bei Technikguru kann ich jetzt sagen, zum Beispiel, da ruft halt so eine Kundin an und die will dann was von dir, aber eigentlich hast du keine Zeit, das zu machen. Da musst du dich halt entscheiden, ob du es machst oder nicht. Und das hat dann Auswirkungen auf den Status von ihm. Und das hat dann Auswirkungen, ob du quasi im Rang steigst. Live-Chat-Berater hier quasi. Und wenn du dann halt gut den Kunden berätst und trotzdem deine Arbeit fertig kriegst, trotz der Zeit, dann steigst du halt einen Rang auf oder sowas und bist halt beliebter quasi. Und wenn du zu hart arbeitest, kriegst du halt den Status angespannt. Und wenn du genug arbeitest, wirst du abgerankt, das sag ich jetzt mal, wirst du hochgestuft. Kriegst du halt einen besseren Beruf, kriegst du mehr Kohle. Das hier sind halt die Berufszeiten, das sind die Tage, an denen gearbeitet werden muss. Also Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag muss gearbeitet werden. Montag und Sonntag ist frei beim Technikguru hier zum Beispiel. Ist halt alles verschieden, kann man jetzt mal ganz kurz durchswitchen. Alles verschiedene Preise, ihr könnt das Video jederzeit anhalten. Alles verschiedene Tage. Und was habe ich jetzt gewählt? Ich weiß es gar nicht, was habe ich jetzt gewählt? Ich sollte nochmal Karriere einschlagen. Ich habe jetzt, glaube ich, gerade gar nichts gewählt. Jetzt wollte ich aber hier eigentlich nochmal kurz Computer Freak zeigen.
Wir sind nämlich Computerfreak, haben wir ja vorhin ausgewählt. Dieser Sim möchte alles über Computer wissen, vom Spielezocken bis hin zu Karrieren. Und unser Bonusmerkmal Webmaster. Webmaster holen alles auch aus ihren Computern raus und schalten außerordentliche Nutzungsmöglichkeiten frei. Und zum Beispiel müssen wir 10 Stunden Programmieren üben und Elektrogeräte im Wert von $3000 besitzen. Dann sind wir halt mehr zufrieden oder werden abgerankt. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das habe ich noch gar nicht geschafft. Hier gibt's auch einen Belohnungsstore. Das heißt, diese Dinger kriegt man immer, wenn man die hier unten die Wünsche erfüllt, kriegt man hier solche Dinger. Kann man sich davon was kaufen, wie zum Beispiel Profi-Faulenzer haben keine Angst davor, zurückgestuft und entlassen zu werden. Oder niemals erschöpfte Sim brauchen nicht zu schlafen. Das ist natürlich ein bisschen unfair. Und 4000 kriegt man auch eigentlich nicht zusammen. Aber zum Beispiel bei meinem privaten Account habe ich jetzt wo ist es denn hier? Hier, genau, kreativer Visionär, will ich da jetzt gerade schaffen. Ich habe 1300 oder sowas, will ich jetzt gerade schaffen. Also es ist schon möglich, da was zu kriegen und es ist auch nice, dass da sowas gibt. Man kann auch ein neues Bestreben wählen, wenn man nicht mehr Computerfreak sein möchte, kann man was Neues wählen und dann hat man halt quasi das Neue. Ja, so viel eigentlich zu dem Bestreben. Ist eigentlich ganz nett. So, jetzt wollten wir uns eigentlich nur einen Job suchen. Es geht hier zwar eh nicht so schnell, aber zum Beispiel, was kann ich denn noch zeigen? Ich nehme jetzt mal Geheimagent. Nee, keine Ahnung. Ich nehme einfach irgendwas. Astronaut klingt aber auch gut, oder? Wenn das mal so leicht wäre. Ich nehme jetzt mal Geheimagent. Ich habe keine Ahnung. Am Montag um 7 Uhr muss er anfangen. Das heißt, er fängt morgen schon an zu arbeiten. Ups, jetzt habe ich Bibliothek geöffnet. Das wollte ich jetzt gar nicht so. Hier kann man natürlich auch die Häuser um Stöcke erweitern. Das heißt, jetzt sehen wir die zweite Etage haben. Verzeihung. Haben wir jetzt natürlich noch nichts gebaut. Nur in der unteren Etage, aber man kann auch mehretagig bauen. Und hier kann man jetzt auch eine ganze Menge noch hinsetzen. Hier können wir jetzt mal ganz kurz in den Baumodus gehen. Und können uns mal ganz kurz das Ganze hier anschauen. Zum Beispiel unser Haus. Jetzt kann man, wo ich nicht weiß, ob ich wirklich so gut finden soll, kann man jetzt hier so Sachen anbauen. So ganze Zimmer hier. Kann man jetzt mal ganz kurz zeigen. Kann man sortieren nach Bauen, Objekte nach Zimmer. Mache ich jetzt mal ganz kurz. Nein, nicht das wollte ich. Das hier wollte ich schon. Zum Beispiel, ich habe als ersten Raum, habe ich auf meinem privaten Account, habe ich hier habe ich hier ein Büro gebaut, die unerschütterliche Konzentration habe ich gebaut und nee, da habe ich einfach gestrickt gebaut. Ich weiß gerade gar nicht, auf jeden Fall kann ich mal ganz kurz zeigen. Nee, das habe ich nicht gebaut. Ich habe die unerschütterliche. Die hier habe ich gebaut, ja. Zeige ich jetzt mal ganz kurz, kann man jetzt das Zimmer hier kaufen. Und was man prinzipiell hier einfach macht, ist, du hast hier die Fläche, wie man die erweitert, ist mir noch nicht so ganz bewusst. Und dann baust du daran das Zimmer. Also, prinzipiell, du hast deine Fläche hier, wo du dein Zeug baust. Nein, wo du halt hier lebst, die Fläche, die du halt gekauft hast. Ist da hinten, hier ist gar nichts. Kann ich das jetzt mal hier hinbauen? Dann baue ich das Zimmer jetzt mal hier hin und dann baust du einfach Zimmer. Das ist so eigentlich das Ganze hiervon halt. Du baust halt einfach Zimmer. Hier kann man auch doch die Wände anzeigen lassen. Jetzt sind hier halt überall Wände. Das Zimmer hier ist jetzt halt ein besonderes Zimmer. Haben wir jetzt halt einfach so dran gebaut ein Zimmer. Finde ich jetzt nicht so geil. Ich mache mal die Wände weg. Sieht man besser was. Und der guckt jetzt fern. Finde ich jetzt nicht so geil, dass man ganze Zimmer dran bauen kann, aber gut. Jetzt können wir hier sogar Kanal schauen, jetzt können wir Action-Kanal schauen, Romanze, Nachrichten. Die bringen halt auch einen auch in eine bestimmte, auf einen bestimmten Status halt. Zum Beispiel Romanze bringt einen in Flirtlaune, die Action-Show verleiht einem Sim Energie. Oder der Comedy-Kanal weckt den Spielbetrieb, der Kinderkanal, auf dem werden Kinder unterhalten und so. Kinder kann man natürlich auch zeugen, braucht man natürlich zwei Leute zu, nicht einen, ist ja klar. Ja, sonst habe ich eigentlich nicht so viel zu sagen. Und dieses Bücherregal, das ist, glaube ich, das Schlimmste, was ich je gesehen habe in Sim, dieses Bücherregal. Dass ein Bücherregal in der Luft schwebt. Ich meine, sorry, es mag ja so nett sein, wie es
Es mag ja durchaus ganz nett sein, aber ein Bücherregal kann doch nicht in der Luft schweben. Was habt ihr euch dabei gedacht, Leute? Selbst wenn ich kann die Wand ja, ich muss ja alle Wände einblenden und dann sehe ich's nur so. Also, sorry, aber ein Bücherregal in der Luft schweben zu lassen, dann mag ich das Bücherregal hier deutlich mehr. Na gut, jetzt reg ich mich wieder über Kleinigkeiten auf. Ganz grob gesagt, ich finde das Spiel richtig geil. Ich hab's auch schon eine Ewigkeit gezockt. Ich zock's auch immer noch teils. Ist ein richtig geiles Game. Macht richtig Laune. Kann ich euch allen ans Herz legen. Ich habe noch keinen der Vorgänger gespielt, deswegen kann ich es damit noch nicht so ganz vergleichen. Aber es soll wohl auch die mit Steuerung, Shift N, glaube ich, soll auch die. Oh, jetzt haben wir hier unten neuen Status. Ich liebe Dinge wegen Merkmal materialistisch. Sind wir jetzt glücklich? Jetzt haben wir hier oben Lektion, ja klar. Nein, was wollte ich gerade sagen? Ich habe keinen Vorgänger gespielt, deswegen kann ich es jetzt nicht so ganz beurteilen, aber durch Steuerung Shift irgendeine Taste soll man auch die Steuerung von Sims 3 wieder hinkriegen, dass sich genauso steuern lässt wie Sims 3. Ich fliege jetzt hier nochmal kurz so ein bisschen über die Welt. Hey, das sieht aber auch nice aus. Können wir leider. Hey, können wir sogar reingucken. Sieht auch nicht schlecht aus, oder? Ach, von außen können wir alles sehen, ja, und von innen nicht. Wow, super. Naja. Ich guck mir die ganze Gegend nochmal an und es ruckelt nicht mehr. Hat jetzt die Grafik doch runtergestellt. Ah, gut. Nein, ich gehe jetzt hier nochmal ganz kurz rein, guck. Huch, ist es gar nicht unser Haus? Ah, nee, ist gar nicht unser Haus. Drüben ist unser Haus. Ha! Hier gibt's einen Postkasten. Und können wir auch auf die Map gehen. Das will ich jetzt als letztes noch kurz zeigen, die Map. Wir können zum Beispiel in ein Museum fahren oder Schlangen in der Bar fahren können wir, in ein Fitnessstudio, in der Loge oder in ein Museum können wir fahren. Ist doch recht nice. Ein Palmenpalast, ein Park können wir überall hin. Ich gehe jetzt da mal hin. Habe ich noch nie gemacht, glaube ich. Und das war's dann auch. Ich überziehe schon wieder mit Megalänge. Auf jeden Fall, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich werde die gleiche Folge gleich morgen raushauen. Also, weil ich morgen gerade eine Menge Zeit habe. Und ja, wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch den Soundtrack mal anschauen. Ich mag den sehr. Na gut, sehr ist jetzt relativ. Oh, schade. Ich war hier wirklich noch nie. Also es ist jetzt gerade wirklich neu für mich. Huch. Ach, hier ist so ein kleines nettes Haus. Ist ja nice. An Bar arbeiten kann man. Ist ja nice. Naja, ich wollte es jetzt auf jeden Fall beenden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und was hat die denn für einen trotteligen Gang? Wir haben unseren Hüpfegang. Unseren federnden Gang. Nein, ich lasse ihn jetzt ein bisschen Gitarre üben. Nein, das unterbrichst du jetzt mal. Hey, er ist schön, er ist glücklich. So, ich verabschiede mich jetzt, bedanke mich fürs Zuschauen und ihr könnt auch noch gern bei anderen Videos vorbeischauen, würde mich freuen. Und wir hören jetzt ihm ein bisschen beim Gitarrespielen zu und er hat die Gitarrenfähigkeit erworben. Naja, bis zum nächsten Video. Schreibt einen Kommentar, bitte eine Verbesserung, wenn ihr eine zur Verfügung habt. Nein, Scherz. Schreibt was Nettes in die. Nein, schreibt was ihr wollt in die Kommentare. Nett, böse, was weiß ich was. Lasst ein Like da, lasst ein Dislike da. Einfach irgendwas, damit ich sehen kann, ob es euch gefallen hat oder nicht. Bis dahin noch, bis zum nächsten Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ciao!